Grüß Gott, liebe Zuschauer. Heute ist der Herbert bei uns zu Gast. Er ist ein neuer Kunde, der sich bei uns an Riesen Müller Nevo gekauft hat. Wir holen es jetzt ab. Das Besondere ist, der Herbert, der hat ein Handicap. Ein Handicap. Herbert, zeig's mal gerade. Also, das heißt, bei mir muss alles nach links gebaut werden, weil ich kann rechts keine Schaltung bedienen, kann rechts keinen Bremshebel bedienen. Und dann hat er hat Mod. Also ich habe es beim alten Rad auch schon gehabt, aber es war beim neuen Rad schwierig, weil nicht jeder Bremshebel auf die linke Seite geht. Und dann hat er hat Mod eben gesagt, finden wir eine Lösung. Und jetzt haben wir bei dem Riese und Müller Rad für mich die perfekte Lösung gefunden. Bremshebel sind links, Schalthebel, der Knauf ist links, die Bedieneinheit für den Elektroantrieb ist links. Vor allen Dingen hat es so schön geklappt mit der Schaltung, weil wir eine Nuvinci-Schaltung gewählt haben. Und die kann man jetzt also mit einer Hand daneben betätigen, ne, so sieht man. Ja. Und kann gleichzeitig daneben hergreifen mit dem Finger. Also da hat er irgendwie ein Trickhaus. Und die Makura-Bremse sind ja unheimlich stark. Also das heißt, die kann man auch mit einem Finger bedienen. Ganz kurz vielleicht nochmal, damit die Leute wissen, wie man so eine Hand verlieren kann. Die habe ich verloren, wo ich in Afrika war, habe ich mit dem Löwen gekämpft und der hat sie abgebissen. Das war schlimm. Ist er satt worden wenigstens? Ja, so einigermaßen. Oder er haben wir mal nachgesetzt? Nein, ich habe dann einen Kracher abgetreten. Nein, bei mir war im Mutterleib die Nabelschnur rumgebunden und deswegen hat sich die Hand nicht ausgebildet. So, also ne, der eine kommt so auf die Welt, der hat alle Glieder drauf, der andere nicht. Die Lösung ist eigentlich jetzt, und er will ja, der Herbert will ja genauso E-Bike fahren. Ne? Eben, er wird älter. Ja, wir sind jetzt im Die Knie lassen auch, ja. So, und ich finde es einfach klasse, wie der Herbert also also es gibt ja manche, die sind kerngesund, gell, und haben Probleme mit ihrem Leben und andererseits wieder, wenn man so ein Handicap hat und wenn man dann da so ins Leben da optimistisch ist, das ist schon eine gute Sache. Also. Man ist es auch von Kindheit gewöhnt, deswegen ist es kein Problem. Eben, also. Wir haben noch berücksichtigt jetzt an dem Modell Nevo, dass mir einen anderen Griff auch gebracht habe. Wo die Handschuhe auflegt. Ja, das war der erste ergonomische Griff, Biogrip hieß es, wir haben noch ein paar von denen. Und so haben wir den dann das einfach da auch gebracht, die sind gut. Schön ist auch der tiefe Durchstich. Das ist wunderbar. Also am gewissen Alter braucht man ja nämlich unbedingt mit den Füßen und dem Deckreicher. Und wenn man ein kaputtes Knie hat, dann nicht. Auch nicht, also das Knie ist auch mittlerweile kaputt. Bitte notieren. Und was wir jetzt uns auch noch ausgedacht haben, sind die großen Pedale. Weil, Herbert, was hast du für Schuhgröße? 45, 46. Siehst du? Ich lebe auf großem Fuß. Also. Nicht finanziell, aber von der Schuhe her. Zumindest. Okay, also die Originalpedale sind einfach zu klar und dadurch hat er jetzt einen sicheren Stand auf den Pedale, weil der Körper muss schon gut ausgerichtet sein und stabil sitzen eben. Weil ja die rechte Hand nur Stützarbeit leistet. Ja. Die kann nicht also jetzt greifen, sondern du musst stützen. Abstützen. Und dadurch muss die Ergonomie stimmen. Also wir haben jetzt gerade schon im Vorhinein, habe mir noch der Sattel ein bisschen verändert, vom Abstand und Höhe und so weiter, dass der Körper entspannt, aber doch kraftvoll auf dem Fahrrad drauf sitzt. So. Dann fahren wir mal Probe. Jetzt machen wir mal eine Probefahrt. Genau. Wir begleiten dich und, wunderbar. Und dann sieht man, wie du durchsetzt.
Also Herbert, die Probefahrt, wie war sie? Top. Passt alles, die Bremshebel passen, die Schaltung ist geil, die Unterstützung ist geil. Das Radlauf. Und wenn man mit 60 Jahren geil sieht, dann ist es geil. Ich habe auch gesehen, wie schön du den Berg runtergefahren bist. Total spurstabil. Ja, wackelt nichts, wunderbar. Gar nichts, der Berg auch hinaus. Also ich habe dann einmal Leffler, sondern 30, 35 extra mal aufgepasst. Aber hat nichts gewackelt. Gell? Geht nicht besser. Also, dann wünsche ich dir noch eine schöne Zeit mit dem Rädchen, danke, dass du lange lebst, gesund bleibst. Ja, aber du, E-Bike-Fahrer, werde alt. Ja. Das habe ich jetzt schon mitgebracht. Und auf dem Fahrradweg zwischen Ransacker und Würzburg wird es gefährlicher durch die E-Bike-Fahrer, und zwar alte Leute. Ich bin jetzt auch schon über 60, ne? Ja, also ja, wirklich so 70, 75, 80-Jährige, die können kaum mehr laufen, setzen sich da drauf und schießen da los. Die fahren in der höchsten Stufe an, kommen aus dem Ding raus, ist gefährlich. Ja, die haben ja die Räder nicht bei mir gekauft. Nämlich die haben die Beratung nicht gehabt. Ja, eben drum. Drum wehe, wenn sie losgelassen warst. Also dann vertrauen sie sich uns an und kommen sie mal in den Auto vorbei. Ich kann es nur empfehlen, wir sind von Würzburg extra hergefahren und haben es mit Sicherheit nicht bereut. War eine sehr gute Entscheidung.